Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es sich um den Rollenfließfilter Nano der Firma 3D IAS. Was kann ich damit machen? Was habe ich für Zusatzoptionen? Wie muss ich vorgehen? Was gibt es für Möglichkeiten, um den jetzt noch zu erweitern etc. pp. Alles das wollen wir halt jetzt hier heute mal so ein kleines bisschen aufdröseln. Schauen wir uns das Ding also mal etwas genauer an. Ja Leute, der Nano Rollenfließfilter der Firma 3DRS ist ein multifunktional einsetzbarer Rollenfließfilter, der auch noch Zusatzoptionen hat. Grundsätzlich ist er überall da einsetzbar, wo ausreichend Platz ist. Und zwar Platz in der Diagonale von 86 mm und breit haben wir hier 74 mal 62 circa. Das ist das Grundmaß hier oben der Aufnahme. Das ist im Endeffekt die Abmaße, die wir haben müssen. Und in der Höhe sollten vorhanden sein. Bis zur Aufnahme sind es ungefähr 15,1 cm. Und damit das auch unten dementsprechend rausfließen kann, brauchen wir noch einen Zentimeter Luft. Also 16 oder 17 cm sollte der Schacht bzw. die Aufnahme ab Oberkante haben. Jetzt haben wir hier noch ein anderes Gerät stehen, was im Prinzip, ich sag mal, der grobe Vorläufer dafür ist, aber auch im Prinzip genau das gleiche tut, wie jetzt hier, den brauche ich gleich, der liegt hier nicht rum, weil ich mir im Ohr rumgepult habe, nein, der ist im Prinzip der Vorläufer des Rollenfließfilters gewesen, im Prinzip ein ganz normaler Medienkorb, wo wir Watte reingestopft haben mit einem Notüberlauf, dann, damit das Wasser, wenn es dann halt dementsprechend, wenn das Medium dicht ist, hinten überlaufen kann. Das war der Anfang, habe ich euch auch hier und da beim Jascha oben gezeigt. Und das ist auch gleichzeitig hier die Aufnahme für das Jascha. Lässt sich natürlich auch in anderen entsprechenden Sachen einsetzen. Gibt es in der Form übrigens dann auch bei der Firma 3D IAS. So, das jetzt mal so als Vorläufer. Den stelle ich mir hier vorne hin. Das ist eine Sache, die grundsätzlich nicht schlecht ist, aber arbeitsintensiv. Weil, wenn wir da zum Beispiel Watte reinpacken, dann muss diese Watte sehr oft und regelmäßig gereinigt werden, weil sie bei längerer Verwendung bioaktiv wird. Heißt, da setzen sich Bakterien rein, die fühlen sich in solchen Bereichen relativ wohl, weil ja, es wird halt viel Wasser durchgeführt, es kommen viele Nährstoffe vorbei etc. Und genau da liegt die Problematik. Der entsprechende Bereich wird dann von Bakterien besiedelt und die Bakterien sagen, jo, hier gefällt es mir, hier haben wir einen Schnellimbiss, hier kommt das Futter direkt vorbei und setzen dann eure Nährstoffe ziemlich zügig zu dem um, was wir eigentlich nicht haben wollen. Also Stickstoff in Ammonium und Ammoniak ist ja noch okay, aber wenn es dann in die nächsten Stufen reingeht, also sprich Nitrit und Nitrat, das ist das, was unsere Korallen nicht so gut oder fast gar nicht verarbeiten können, dann ist das natürlich schon schlecht. Und bei so einem entsprechenden Körbchen ist es relativ schlecht, das vernünftig unter Kontrolle zu haben. Da ist die Variante Rollenfließfilter natürlich weitaus besser. Wir haben hier, wie gesagt, diesen Rollenfließfilter in seiner Grundversion, der in verschiedene Becken reinpasst. Wir haben das mit einem Nios Nano probiert, wir haben das mit einem Waterbox Nano probiert, das funktioniert wunderbar und natürlich mit einem Jascha. Für das Jascha haben wir hier im Prinzip diese viereckige Aufnahme. Da wird das einfach nur reingesetzt und wir haben hier dann dementsprechend die Aufnahme, wo das alles dann einfach nur hinten in den ersten Filterschacht eingesetzt wird. Blende ich euch mal eben mit ein, wie es bei mir aussieht. Und dann haben wir direkt einen funktionierenden Fließfilter. Sofort. Ohne zusätzliche Sachen, die wir da machen müssen. Was ihr beachten solltet, ist die entsprechende Durchführung am Wasser von Tiefenwasser und Oberflächenwasser, damit dann auch der Oberflächenabzug noch vernünftig funktioniert. Das ist noch eine Sache, die wichtig ist beim Jascha. So, wir haben hier einen entsprechenden Notüberlauf. Das heißt, das Wasser kann sich dann hier dementsprechend bis zur Oberkante anstauen. Und wenn ihr dann entweder nicht hingegangen seid oder vergessen habt, das von Hand nachzuziehen, dann läuft das Wasser hier hinten über diesen Notüberlauf drüber, macht keine Schweinerei und es passiert halt dann dementsprechend nichts am Becken. Das Einzige, was dann halt ist, das Vlies, wenn es zu lange dann halt an dieser einen Position ist,
wird wahrscheinlich bioaktiv. Was dann natürlich jetzt hier diese Variante, so wie sie jetzt hier ist, dann natürlich auch, ich sag mal, auch ein kleines bisschen arbeitsintensiv macht, weil man muss ja schon mal Minimum einmal am Tag hingehen und das Ganze von Hand weiterdrehen. So, dann haben wir hier noch die Aufnahme für Sockeneinsätze, also sprich für die Filtersockeneinsätze. Da ist der Durchmesser bzw. Diagonalbereich von 86 mm wichtig. Ich weiß nicht, wie das bei den kleinen Aquamedic-Becken ist, bei den kleineren Amatus, was sie von Durchmesser haben. Wie gesagt, beim Waterbox haben wir es getestet. Wir haben es mit einem Nios getestet und natürlich hier mit meinem Yasha, was ich habe, das Yasha 60. Die anderen beiden Varianten haben die gleiche Größe an Filterschachtaufnahme. Das passt also. Und hier wird im Prinzip hingegangen bei der Sockenaufnahme, einfach das Ganze in die Sockenaufnahme reingehangen und der Filter ist sofort einsatzbereit. Hier brauchen wir keinen Notüberlauf, weil bei den Sockenfilter-Einsätzen ist der Notüberlauf ja schon mit verbaut vom Hersteller her. Ja, die haben eine entsprechende Kante, wo das dann, wenn die Socken halt voll sind und ihr es halt nicht bemerkt habt, das Ganze überläuft. Genau dieses Prinzip machen wir uns hier dann auch zunutze. Jetzt schauen wir uns aber mal diesen Filter hier etwas genauer an. Grundsätzlich, wenn ich jetzt hier das Ganze von Hand mache, ist das eine Möglichkeit, die sehr günstig ist. Die Variante, dass das in euer Becken passt, auf euer Becken angepasst wird, kostet euch 50 Euro. Nein, falsch. 49,99 kostet ja unter 50 Euro. Dann habt ihr diese Grundversion. Diese Grundversion lässt sich jetzt erweitern mit einem Elektropart, wo man jetzt gleich zu kommen, der im Prinzip dafür zuständig ist, das Ganze zu automatisieren, also sprich den automatischen Vorschub hier zu gewährleisten des Fließes. Und wir haben noch die Möglichkeit, Filtermedien einzusetzen. Und da kommen wir jetzt zu, wie das funktioniert. Wir haben einmal hier den Innenteil, den ich mir ohne Probleme so in die Hand rausnehmen kann und meinen Rollenwechsel durchführen könnte, wenn ich das möchte. Und wir sehen hier, es sind verschiedene Streben eingebaut, die das Ganze auf Position halten und stabil halten. Das ist also eine feste, kompakte eine. Wir haben hier ein entsprechend sehr geschlossenes und kompaktes Gehäuse. Das kennen wir in der Regel von solchen Fließfiltern nicht. Das hat aber einen ganz bestimmten Sinn und Zweck, dass das Wasser im Prinzip durch das Fließ durchgeführt wird. Klar, logisch. Und dann anschließend in eine entsprechende Richtung geführt wird, wo wir es noch benutzen können. Bei allen anderen Fließfiltern geht er unten raus oder geht seitlich raus und ist weg. Kann nicht mehr benutzt werden. Hier bei diesem Filter wollen wir uns aber die Tatsache zunutze machen, dass wir gereinigtes, frisches Wasser haben, ohne dass es noch irgendwo anders vorbeifließen konnte. Technikbecken ist ja auch nicht immer hundertprozentig gereinigt. Und da kommen dann diese süßen Boxen hier ins Spiel. Das sind Medienboxen, Medienfilterboxen. Und diese Medienfilterboxen kann ich unter den Filter drunter setzen und da verschiedene Filtermedien noch einsetzen. Und dadurch, dass das Wasser hier an den Seiten und unten nach unten geführt wird, muss das ganze gereinigte Wasser da unten durch diese Filtermedienboxen durch, an unserem Filtermedium vorbei. So, jetzt haben wir aber zum Beispiel hier, wir haben jetzt hier die Problematik, wir haben hier eine gewisse Lochgröße. Diese Lochgröße ist im Prinzip dafür da, wenn ich jetzt meinetwegen Stabkohle, Pelletkohle einsetze, dann kann ich damit ohne Probleme arbeiten oder Bactoballs. Jetzt haben wir aber die Problematik, dass diese Löcher hier natürlich kleiner sind, wie diese Löcher hier, wo das Wasser im Prinzip rauskommt. Und bei Kohle wissen wir, wenn wir Kohle reinpacken, schwimmt die schon mal ein bisschen auf. Jetzt haben wir die entsprechende Lösung hier. Wir haben im Prinzip einen Deckel, den wir hier aufsetzen. Und dann haben wir einen geschlossenen Bereich. Das heißt, wir können hier sogar mit, so wie es jetzt ist, unsere Kohle auswaschen, ohne dass sie verloren geht oder sonst irgendwas. Wenn wir eine große Schweinerei haben mit einem Filterchen, können wir hier direkt in dieser Box machen und setzen die Box dann so, wie sie ist, im geschlossenen Zustand hier drunter. Anschließend Filter wieder rein und setzen das wieder in unser System ein. Und haben
zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben im Prinzip einmal den Rollenfließfilter und wir haben hier unten dann direkt die entsprechende Medienbox für Filtermedien. Ja, dann haben wir hier noch die größere Box. Diese Box hier unten hat ein Fassungsvermögen von ca. 70 Milliliter und diese Box hier hat ein Fassungsvermögen von ungefähr 160 Milliliter. So, ihr seht, wir kommen aber jetzt natürlich damit ein Stück höher. Ihr müsst natürlich den entsprechenden Platz nach unten haben, damit das funktioniert. Wir können jetzt die kleine Box nehmen, können jetzt aber auch die große Box einfach darunter setzen, wenn ihr nur die große Box haben wollt. Das geht auch. Also diese, das sind zwei verschiedene Pakete. Und jetzt sagt er, ja, aber diese Löcher hier, die sind ja immer noch zu groß. Jo, recht habt ihr. Und deshalb gibt es bei jeder Box im Prinzip eine Art Filtereinsatz. Moment, dafür ist jetzt das hier. Set, geh weg, du komische fliegendes Ungeheuer. Die wir im Prinzip dabei haben. Das ist jetzt hier das Feinfilter-Set, was wir einfach in die Box einlegen. Und dann haben wir auf der Unterseite einen entsprechenden Feinfilter. Für zum Beispiel feine Kohle von ATI oder für Phosphatabsorber, der hier und da ja auch etwas feiner ist. Und das gleiche haben wir als Deckel. Gleiches Spiel, Medium einlegen, Deckel drauf, durchspülen, nach dem Durchspülen draufsetzen. Fertig ist der Lack und das Ganze kann direkt eingesetzt werden. Bei der großen Box haben wir eine entsprechende Gesamthöhe bis Oberkante von ungefähr 20,3 cm plus den Zentimeter, den wir unten drunter brauchen, damit das Wasser unten natürlich rauskommt. Und bei der kleinen Box haben wir eine Höhe von 17,8 cm, also 18,8 cm. Und das Ganze lässt sich natürlich auch kombinieren mit, also einmal Aktivkohle, einmal Bactoballs, wie ihr das wollten, dann hätten wir ungefähr 23 cm, also sprich 24 cm, damit das Ganze auch abfließen kann. So, das finde ich schon mal, ist definitiv eine extrem coole Variante hier. Jetzt muss ich mal gucken, kommt die so raus? Ja. Wenn die nicht von selber rauskommt, nehmt euch einen Zahnstocher oder wie hier ein abgebrochener Q-Tip und drückt die von unten einfach raus. Dann fallen die dann auch dementsprechend runter. So, jetzt haben wir hier zwei Pakete. Im Prinzip die Filtereinsätze und diese Box. Die hier blende ich euch mal eben mit ein. Der Preis müsste was bei 9 Euro und sein. 9,49 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Und die kleine Variante war 1 Euro günstiger, 8,49 Euro. Wenn die Preise nicht richtig waren, ich habe sie unten eingeblendet. So, das sind optionale On-Top-Möglichkeiten, um diesen Filter zu erweitern und funktionaler zu machen. Und das Ganze auf sehr kleinem Raum. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, der euch wahrscheinlich am meisten interessiert. Wir haben ja gesagt, dieses Grundfiltersystem hier kostet 49,99 und das kann man dann halt mit einem entsprechenden Elektroset erweitern. So, das Elektroset besteht jetzt allerdings aus zwei grundverschiedenen Dingen. Einmal den 3D gedruckten Teil ohne die Kabel bzw. ohne den Schwimmerschalter. Das Kabel hier ist in diesem Paket mit enthalten. Habe ich jetzt mit Benedikt nochmal Rücksprache gehalten. Das ist eine Sache, die definitiv besser ist, weil aus dem einfachen Grund, die Kabel, so wie wir sie jetzt im Netz gefunden haben, gibt es nur als Mehrfachpack, also sprich Fünferpack. So, das Fünferpack kostet, glaube ich, 12 Euro. Und das nützt euch ja nichts, wenn ihr da fünf Kabel von habt, aber nur einen braucht. Also machen wir das jetzt so. Dieses Kabel nehmen wir aus der Einkaufsliste von Amazon raus und packen es im Prinzip mit in dieses Elektroteil rein. Somit kommt der Preis von 4,99 Euro für die Umhüllung, für die Halterung und die Aufnahme hier. Da kommt dann nochmal der Preis vom Kabel dazu, sind glaube ich 2,40 Euro oder 3 Euro. So in den Dreh wird das wahrscheinlich sein. Dann sind wir dann ungefähr bei 8 Euro für den 3D gedruckten Teil mit dem guten Kabel. So, und dann müsst ihr noch hingehen und euch aus der entsprechenden Einkaufsliste, die ich euch zur Verfügung gestellt habe, bei Amazon
die auch bei Benedikt auf der Seite verlinkt ist. Einmal den Schwimmerschalter euch organisieren, dann braucht ihr das Netzteil und noch zusätzlich, Moment, muss ich ein kleines bisschen, weil das nämlich sehr kräftig verbaut ist, braucht ihr natürlich noch den Motor. So, und dieser Motor, Moment mal eben abziehen hier, und dieser Motor hier ist im Prinzip das Herzstück, und wie das Ganze jetzt genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Der Motor hat eine Untersetzung, die uns im Prinzip in die Lage versetzt. Moment, ich muss mal gerade eben gucken hier. Nee, steht nicht drauf. Hat eine Untersetzung und somit dreht dieses Vlies relativ langsam. Wir machen hier nichts anderes wie eine Reihenschaltung, wo der Schwimmerschalter im Prinzip der Unterbrecher ist. Das heißt also, der Strom kommt rein, hier auf der Seite. Und auf der anderen Seite haben wir den Schwimmerschalter schon angelötet. Dann geht es zum Schwimmerschalter, kommt vom Schwimmerschalter zurück und geht hier an den Strom wieder dran. So, jetzt ist es natürlich wichtig, dass ihr das Ganze richtig rum anlötet. Also ihr solltet darauf achten, dass der Motor da auch in die richtige Richtung dreht. Zeige ich euch gleich, in welche das sein soll. Und wo ihr auch darauf achten solltet, dass beim Anlöten das Ganze winklig verlötet ist. Und dass natürlich die Verbindungen, so wie es hier auch gemacht wurde von Benedikt, dann dementsprechend geschützt werden. Das ist, liegt in eurer Verantwortung. Ne? Das ist DIY und von daher seid ihr für den Elektropart diesbezüglich verantwortlich. Betrieben wird das Ganze hier mit auf einer Basis von, lasst mich jetzt nicht lügen, ich glaube 9 Volt war es. Nein, 12 Volt, Lüge. Das ist ein 12 Volt Netzteil mit einer Leistung von 1 Ampere. So, ich bin jetzt nicht der große Elektroinstallateur, von daher. Man kann es auch nicht großartig falsch einbauen. Hier unten sind noch zwei Schrauben drin. Im Deckel befinden sich die entsprechenden Muttern. Und der Motor wird durch die Schrauben gehalten. Dann setze ich den Deckel hier im Prinzip drauf. Gucke, dass das Ganze zu den Schrauben sauber ausgerichtet ist. Mache ich euch noch eine Detailaufnahme von. Und drücke die Schrauben dann ein kleines bisschen an die Muttern heran. Und nehme dann, Moment, das ist eine 7er Nuss und mache das Ganze dann dicht. Da das Kunststoffschrauben sind, bitte nicht mit Dummstark und wasserdicht daran gehen, wie ich das bin, ne? Sondern handfest anziehen. Ab und zu das Ganze noch mal ein kleines bisschen runterdrücken, gucken, dass das auch wirklich unten am Anschlag sitzt. Und dann kann ich das hier schon, so, das ist fest, das muss nichts halten. Oder muss nicht viel halten. Und dann habe ich jetzt im Prinzip hier auf der einen Seite mein Kabel dran, was schön lang ist. Das ist der eine Part. Und hier gehe ich im Prinzip hin, mache den Stecker, der hier dran war, den schneide ich ab, verbinde das entsprechende Kabel, was mitgeliefert wird, hier dran. Das ist der andere Part. Und dann haben wir hier eine wasserdichte IP44-Verbindung, die wir auch nicht falsch rum einstecken können, weil sie mit einer Nase dementsprechend geführt wird, zusammenstecken. Und dann habe ich ein schönes, langes Kabel, was ich dann auch nach Belieben verlängern kann, wenn ich das möchte, wenn ich es wirklich richtig lang brauche. Und kann dann dementsprechend mein Netzteil da einstecken, wo ich es möchte. Aber da wir ja im Nanobereich sind, haben wir ja eigentlich nicht so lange Wege. So, und jetzt kommen wir zur Installation des Schwimmerschalters. Dazu gehe ich jetzt erstmal hier hin und nehme das Vlies mal raus, damit wir das besser sehen können. Ich mache mal kurz einen Schnitt und bin sofort wieder weg. So, jetzt gibt es eine Kleinigkeit, wo ich euch noch darauf hinweisen möchte. So, wir haben jetzt im Prinzip hier unsere Stromverbindung hergestellt. Das ist alles miteinander verbunden.
alles soweit okay. Wir haben den Schimmerschalter hier. Und jetzt geht es sich im Endeffekt daran, das Einsetzen hier oben. Wir haben tatsächlich nur eine Seite, wo es funktioniert. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich hier im... Ja, genau. Wir setzen den im Prinzip unten an, ziehen ein kleines bisschen zurück und dann können wir hingehen und die Rolle hier oben aufsetzen und setzen ihn dann einfach, ich sagte einfach, achso, ich habe die Rolle ein kleines bisschen zu weit hinten, so, dann rutscht das auch alles so rein und dann sitzt das Ganze fest. Wir haben hier auf der gegenüberliegenden Seite auch solche Aufnahmen, die funktionieren aber bei dieser Konfiguration hier nicht. Aber das ist auch nicht notwendig, weil wir können diesen Einsatz hier mit dem Motor nach vorne setzen, wenn wir das brauchen. Wir können das aber auch umdrehen und mit dem Motor nach hinten setzen. Also, solltet ihr das hier nicht montiert kriegen, weil hier auf der Seite funktioniert das Prinzip nicht. Da ist die Aufnahme der Achse zueinander verschoben. Da kriege ich das nicht rein. Wenn ihr merken sollt, das geht ja gar nicht, das kriege ich da nicht hin, probiert es einfach auf der anderen Seite. Ja, dann geht das auch problemlos. Wenn man einmal weiß, wie es geht, so ein kleines bisschen anlupfen hier. Und dann kann ich die Achse draufsetzen, drüber setzen und schon ist das Ganze hier im Prinzip montiert. Relativ einfach. So, jetzt haben wir aber noch die Problematik Schwimmerschalter. Für den Schwimmerschalter haben wir auf beiden Seiten dementsprechend die Aufnahme und die Durchreiche, damit wir da den Schalter durchführen können. Und hier haben wir dementsprechend die Halterung für den Schwimmerschalter. Diese Halterung ist so konzipiert, dass ich die Höhe des Schwimmerschalters mit mindestens 30 mm unterschiedlich einstellen kann. So, jetzt gehen wir erstmal hin. Auf der Unterseite des Schwimmerschalters ist so ein Sprengring drauf, den machen wir ab. Der wird einfach nur abgezogen und nehmen uns den Schwimmerschalter. Guckt in diesen Schalter herein, da drin ist ein Magnet eingegossen. Der muss an der gleichen Stelle sitzen. Wenn ich ihn wieder drauf setze und der Magnet sitzt falsch rum, haben wir Dauerbetrieb, wenn er nicht aufgeschwommen ist. Und erst wenn er aufschwimmt, wird er ausgeschaltet. Also falsche Montage. Der muss richtig rum, also der Magnet muss an der richtigen Stelle sein, dass wenn der unten ist, dass das hier halt unterbrochen ist. Das ist wichtig, dann nachher beim Einsetzen. So, dann führen wir den hier durch das Loch durch, das passt ganz genau. Und dann kann ich auch schon wieder hingehen. Moment, genau, Magnet ist unten. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Mist erzählt, aber sollte das dementsprechend falsch sein, blende ich es unten nochmal ein, setze den Sprengring wieder drauf, prüfe auf Beweglichkeit und habe den dann jetzt hier drin. So, die Aufnahme hier setze ich jetzt, ich sage jetzt mal, wie ich es jetzt fürs Jascha benutze, mit der Öffnung nach unten und setze mir die Schraube ein. Und zwar an der Stelle, wo ich das gerne hätte. Ich kann den auch drüben auf der anderen Seite montieren. Ist kein Problem. Weil wir haben ja auf beiden Seiten die entsprechenden Aufnahmen, um diesen Schalter hier, beziehungsweise diese Halterung in der Höhe verstellen zu können. So, jetzt mache ich hier oben die Mutter los. Da solltet ihr bei der Montage bitte auch darauf achten, dass die da ist. Weil wenn ihr das einmal verlötet habt, dann ist das Thema gegessen. Dann kriegt ihr die nicht mehr drauf. So, und dann kann ich den hier dementsprechend so einsetzen. So, jetzt seht ihr, der ist jetzt an der untersten Position. Wenn ich jetzt ein entsprechendes Becken habe, was relativ tief mit dem Wasserstand ist, dann kann ich ihn sehr weit nach unten bringen. Aber ich kann ihn auch hier 23 mm weiter nach oben setzen. So, damit ihr seht, wie hoch das hier ist. Der ist jetzt ungefähr an der Unterkante. Ja? Jetzt gehe ich einfach mal hin und montiere das Ganze andersrum, damit ihr seht, wie viel Höhengewinn wir im Endeffekt dadurch kriegen. Mit diesem Höhengewinn können wir zwei Dinge im Endeffekt bewirken. Nämlich einerseits bei einem System, was einen relativ hohen Wasserstand hat, grundsätzlich den Schwimmerschalter natürlich nach oben packen. Aber wir können natürlich auch durch diesen Höhengewinn den Verbrauch des Fließes
nach oben, zeitlich nach oben setzen. Das heißt, der Schalter wird später ausgelöst, weil der Wasserstand erst nochmal extrem steigen muss, bis das Ganze hier dementsprechend ausgelöst wird. Natürlich in Verbindung mit dem vorhandenen Notüberlauf, der entweder hier beim Jascha vorgegeben ist oder bei den entsprechend anderen Becken durch den Hersteller vorgegeben ist. Dafür haben wir das Ganze aber so eingebaut hier, beziehungsweise so gemacht, dass es eingestellt werden kann, wie ihr im Endeffekt euren Fließverbrauch haben wollt. Je höher der Wasserstand im Endeffekt ist und je mehr ihr an den Notüberlauf rankommt, desto länger hält natürlich euer Fließ. Aber auch im Umkehrschluss die Problematik, dass natürlich dann, je länger das Fließ Kontakt zum Wasser hat, dann dementsprechend auch eine gewisse Bioaktivität entstehen kann. So, jetzt haben wir hier den Schwimmerschalter auf der untersten Position, wie ihr seht. Jetzt sind wir ein kleines bisschen höher, haben aber jetzt nochmal diese 23 mm nach oben, die wir noch zusätzlich hochgehen können und dann noch den Weg der Auslösung, bis der tatsächlich auslöst und das Fließ weiterzieht. Und das ist definitiv eine sehr coole Sache. So, jetzt machen wir mal das Ganze hier komplett. Genau. Der wird außen angesetzt, sodass das im Prinzip über die entsprechende Rolle hier läuft. Ich setze den mal ein und fummel den mal durch. Dafür ist es ganz praktisch, wenn der Schalter unten ist. Und wir haben das Ganze hier auch so konstruiert, dass zwischen Vlies und Schalter ausreichend Platz ist. Mache ich euch auch nochmal eine Detailaufnahme, dass der Schalter hier in der Mitte im Prinzip hier an diesen Stangen ohne Probleme vorbeigeführt, sich selber vorbeiführt, ohne dass der da was behindert oder festhängen könnte. Wie gesagt, das haben wir sehr lange getestet und ausprobiert. Wir hatten mit diesen Schwimmerschaltern hier gar keine Probleme. So, ziehen wir das mal ein Stückchen hoch. Und jetzt muss ich gerade eben schauen, das ist die Aufnahme hier und dann wird das hier einfach nur durchgefädelt. So. Und jetzt muss ich gerade eben mal gucken, ob das auch alles so richtig rum ist. Hoffe ich. Das werden wir spätestens dann sehen, wenn ich da gleich Strom drauf packe. Wahrscheinlich mache ich es gerade falsch. So. Es wird unten angesetzt, da drüber und eingehangen. Und schon ist das Ganze hier fertig. So, jetzt hole ich mir meine Steckdose hier hin und dann werde ich euch zeigen, dass ich das Ganze hier oben wahrscheinlich falsch rum eingefädelt habe. Aber ne, der Fehler sitzt immer vor der Kamera. So, Steckdose organisiert. Wir geben mal Strom drauf. Das erste, was wir jetzt durch Einschalten überprüfen können, habe ich den Schwimmerschalter richtig rum eingesetzt. Also sprich den Magneten mit der Magnetleiste, die da drin leicht durchschimmert, immer nach unten. Wenn ich jetzt Strom drauf gebe und der anfängt zu laufen, war die falsch rum. Läuft nicht, ist kaputt. Nein, ist genau richtig rum, weil er halt nicht ausgelöst ist. So, und jetzt war die Frage, habe ich es hier oben richtig eingefädelt? Ja. Habe ich. Und hier unten ist es dann zu sehen, wenn ich jetzt hingehe und das Ganze auslöse, fängt er an sich zu drehen. Ist so gut wie gar nicht zu hören. Also die Akustik ist minimalst. Und wenn er dann wieder der Schwimmerschalter nach unten geht, hört das Ganze dann wieder auf. Die entsprechende Höhe, nochmal zum Zeigen hier, kann ich hier hinten verändern. Wenn ich das hier hinten nicht anbringen kann, aus Platzgründen oder was auch immer, habe ich die Möglichkeit, das hier vorne anzubringen. Oder ich gehe einfach hin und drehe es um. Dann habe ich zwar ins Becken reinragen. Die Frage ist ja natürlich, wie ist es immer bei euch aufgebaut? Wie habt ihr den Platz? Wie nah steht das Becken an der Wand? Und. Also diese Möglichkeiten von der Multifunktionalität her sind gegeben.
So, jetzt habe ich gerade eben noch mal mit dem Benedikt Rücksprache gehalten in Bezug auf das Kabel. Das ist nicht das Kabel hier, was wir von Amazon haben, sondern das ist tatsächlich ein anderes. Dieses Kabel wird mit in das Elektroset integriert, also sprich in das 3D gedruckte Set, was besteht hier aus der Aufnahme für die Kabel, das Gehäuse für den Motor, die Schrauben und die Aufnahme für den Schwimmerschalter. Hat bisher einen Fünfer gekostet. Das Kabel ist 2 Meter lang, ist ein Qualitätskabel. Mit CE-Prüfung können wir dann dementsprechend hier auseinanderschrauben. Und dann kostet das Elektroset 9,99 Euro, also unter 10 Euro. Und dann haben wir, wenn dann die entsprechenden anderen Teile, ja, ist ja gut, es wird warm heute, die anderen Teile hier zu kaufen sind, sprich der Motor mit der richtigen Übersetzung, der Schwimmerschalter und die, das Netzteil, kommen wir auf den Gesamtpreis von diesem Filter ohne die Boxen von 86 Euro circa. Und das ist definitiv ein sehr, sehr guter Preis für einen Fließfilter, der sehr gut funktioniert und der das tut, was er soll, mit einem Schwimmerschalter, multifunktionell einsetzbar, dementsprechend in den Höhen einsetzbar, einstellbar, wie stark das Fließ verschmutzen soll oder auch nicht. Das liegt dann in eurer Verantwortung. Und ja, okay, es ist nicht komplett fertig montiert, man muss es dann halt per DIY selber zusammensetzen. Das ist das Einzige, was man jetzt noch sagen könnte, aber somit... Ja Leute, ich wollte noch mal kurz einen kleinen Satz dazu sagen, warum im Endeffekt hier bei der Firma 3D ERS es Bausätze gibt, beziehungsweise auch nicht alle Teile dementsprechend so angeboten werden, wie es vielleicht bei anderen Herstellern gemacht wird. Das hat einen ganz einfachen Grund. Damit das alles, ich sag mal, rechtlich wasserdicht ist, ja, und darauf kommt es ja im Endeffekt an, der Verkäufer bzw. der Hersteller muss sich ja unter anderem auch rechtlich absichern, müssen gewisse Vorschriften und Regeln eingehalten werden, Zertifizierung etc. pp. Es wäre tatsächlich einfacher, euch dieses Produkt total fertig dahinzustellen und zu sagen, jo, hier haben wir das entsprechende Produkt, könnt ihr einsetzen, fertig und gut ist. Aber damit sowas gemacht werden kann, müssen sehr viele Regeln, Vorschriften, Zertifizierungen etc. eingehalten werden, damit das auch, ich sage es mal auf gut Deutsch, rechtlich wasserdicht ist. Und das alles zu machen und das alles vorzunehmen, das wirkt sich im Endeffekt tatsächlich auf den Preis aus. Und das Ziel von 3D ERS ist, von Benedikt, euch dementsprechend eine preisgünstige Alternative oder eine preisgünstige Variante anzubieten, die im Endeffekt einfach für euch zusammenzusetzen ist mit Kleinigkeiten, wo ihr dann im Prinzip den maximalen Nutzen habt. Um es jetzt mal ganz allgemein auszudrücken. Ja, ihr bekommt im Prinzip die Grundsachen an die Hand, müsst noch ein paar Kleinigkeiten dazu kaufen, müsst das selber zusammenlöten, habt aber preis-leistungstechnisch den größten Vorteil daraus. Das ist der Hintergrund, warum das jetzt hier auch tatsächlich im Endeffekt von 3D ERS so gemacht wird. Nicht nur bei diesem Produkt, sondern auch bei der Bandsäge etc. Und das wollte ich euch mal so als Hintergrund geben, weil, wie gesagt, wenn... Es wäre tatsächlich einfacher, das Ganze zusammenzusetzen und euch fertig an die Hand zu geben. Aber dann kostet das eine ganze Stange mehr Geld. Weil das muss ja auch alles bezahlt werden. Diese Behörden-Sachen im Hintergrund, die rechtlichen Absicherungen, Zertifizierungen und. Das muss alles bezahlt werden. Und damit sich das halt nicht auf den Preis niederschlägt, wird es halt so gemacht und so durchgeführt und ist für euch vom Preis-Leistungstechnischen her eigentlich am besten. Ja, wenn ihr fertig zusammengesetzte Produkte haben wollt, dann müsst ihr die halt woanders kaufen. Und da müssten dann ja auch dann die rechtlichen Zertifizierungen und Überprüfungen stattgefunden haben, damit das alles auch dementsprechend sauber über die Bühne läuft. Wie gesagt, hier machen wir es so, dass ihr den besten Preis-Leistungs-Nutzen habt. So, weiter geht's im Text.
aber dieser Fließfilter hier arbeitet nach dem Standard, nach dem alle entsprechenden Fließfilter arbeiten, mit einem Schwimmerschalter, damit halt das Fließ nicht zu lange Kontakt zum Wasser hat und somit nicht bioaktiv wird und wir somit einen Eingriff in unsere Biologie haben, was wir ja nicht wollen. Wir haben schon genug Probleme mit unseren Becken und von daher ist das in meinen Augen definitiv die bessere Variante über einen Schwimmerschalter. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Filter ist ja bei mir jetzt schon seit längerem im Einsatz und ihr seht es ja auch mehr oder weniger in unserem wöchentlichen Live, kann ich euch das zeigen. Weil es halt auch schön offen ist, kann man gut reingucken, kann ich euch das zeigen. Und ihr selber seht dann auch im Endeffekt, wie ist der Verbrauch, wie schaut es generell aus. Das passt also soweit alles. Ich finde diesen Filter definitiv sehr gut gelungen und mit den Zusatzgimmicks, also sprich das Upgrade auf Elektro und somit der Automatisierung und den entsprechenden Medienboxen, echt eine sehr, sehr gute Ergänzung für eure Becken. Und was es auch noch gibt, blende ich euch mal kurz mit ein, das ist eine Einsatzbox. Da passt dieser Filter übrigens auch rein in ein relativ kleines Aquarium. Der Benedikt hat da so ein 25 Liter Aquarium. Das ist eine Box, so wie ihr das kennt vom im Prinzip die Abgrenzung, die am Yasha ist. Die wird einfach in das Aquarium eingesetzt. Da kann man den Filter einsetzen, da kann man einen kleinen Abschäumer reinsetzen. Rückförderpumpe etc. Da könnt ihr für kleines Geld kann ihr euch ein Nano zusammenbauen, was dann im Endeffekt tatsächlich das Nano unter 100 Euro ist, ohne den Filter. Also sprich, das Becken, den Einsatz und das zusammen dann halt unter 100 Euro. Und die Pumpe ist dabei, genau. Aber das steht auch bei ihm auf der Seite. Schaut es euch einfach mal an. Ist relativ cool. Ich werde hier und da auch nochmal über diese entsprechenden Einsätze berichten, weil ich die sehr, sehr geil finde, weil ich somit aus jedem x-beliebigen Aquarium im Prinzip einen abgeschlossenen Filterbereich habe, wo ich unter anderem natürlich dann auch so einen multifunktionellen Filter einsetzen kann, der mir dann halt die Möglichkeit gibt, Entschuldigung, auch so zu arbeiten wie in einem großen Becken. Und das finde ich eher das Geniale daran, dass es halt wirklich so einsetzbar ist, als wenn ich tatsächlich in einem großen Becken arbeite mit meinen Filtermedien etc. pp. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze hier ein kleines bisschen näher bringen. Was ich noch vergessen habe, Ersatzfließrolle fällt mir gerade ein, liegt bei 5 Euro. 86, 89, keine Ahnung, Preis blende ich unten ein, ist also auch recht günstig und wird direkt fertig aufgewickelt auf einer Achse geliefert, so dass ihr im Prinzip die Achse so hier drüben wie hier nur einsetzen müsst, durchziehen, neu einfädeln, fertig. Ja, das heißt, die Achsen sind alle identisch. Wenn die hier dann leer ist, nehmt ihr diese Achse und setzt sie dann hier oben als Leerachse oben drauf. Und könnt dann im Prinzip das Aufgewickelte hier entsorgen. Das ist ein Verbrauchsmaterial oder ihr könnt es aufheben, wie ihr das möchtet. Ja, jetzt reicht's aber. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es runter in die Kommentare oder schreibt Benedikt direkt an. Das ist auch möglich, ohne Probleme. Er hat alle Kontakte bei sich auf der Website über Insta, Facebook, Facebook weiß ich jetzt gar nicht, WhatsApp etc. Also in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch, euer Viper. Schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt. Ciao, ich bin raus.